Hallo und Privet aus Kaliningrad. Wer die Absicht hat, die Stadt Kaliningrad bis zum Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 zu besuchen, der muss sich auf die Bilder einstellen, die wir Ihnen hier zeigen. An vielen Stellen in der Stadt, insbesondere entlang der sogenannten Protokollstrecken, wird gebaut. Straßeninstandsetzung, Fassadenrekonstruktion. Markante Beispiele sind das Haus der Rosttelekom auf dem Leninsky Prospekt. Und das Haus der Superlative, eines der größten und eines der hässlichsten Häuser, gleich neben dem Haus der Räte, in dem auch der Hochzeitspalast sich befindet. Auch am Umfeld des Hauses der Räte wird gebaut, um die Fanzone einzurichten. Das Haus der Räte selber wartet aber noch auf seine Verkleidung. Und natürlich laufen auch die Bauarbeiten auf dem Vorplatz vor dem ehemaligen Gebäude der Königsberger Börse, dem zukünftigen Museum für Bildende Künste Kaliningrad, auf vollen Touren. Bis Ende Mai sollen alle Bauarbeiten auf dem Vorplatz vor dem Gebäude abgeschlossen sein. Dann wird sich auch der digital gesteuerte neue Springbrunnen der Öffentlichkeit präsentieren können.